Erneut scheint es im Iran Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gegeben zu haben. In der iranischen Hauptstadt Teheran stießen laut Augenzeugen wiederum Protestierende und Polizisten zusammen. Demzufolge hatten sich mehr als 1000 reformorientierte Iraner vor der Koba-Moschee zu einer jährlichen Gedenkfeier versammelt. Ein ins Internet gestelltes Video zeigte eine vermutlich vor der Moschee versammelte Menschenmenge, die den Namen von Mir Hossein Mousavi rief, des offiziell unterlegenen Präsidentschaftskandidaten. Unterdessen verschärfte die iranische Führung gut 3 Wochen nach der umstrittenen Präsidentenwahl ihr Vorgehen gegen mutmaßlich regimekritische Kräfte. Medienberichten zufolge wurden am Sonntag 9 einheimische Mitarbeiter der britischen Botschaft festgenommen. Ihnen wird eine aktive Rolle bei den Unruhen nach der Präsidentenwahl vorgeworfen. Die iranische Führung bestätigte am Montag die Festnahmen. 5 der Festgenommenen seien jedoch wieder auf freiem Fuß.